Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielleicht zu Beginn eine kurze Einschätzung auch noch mal zu den aktuellen Zahlen, der aktuellen Entwicklung. Wir haben jetzt gut 157.000 Infizierte in Deutschland, Infektionen gemeldet. Davon sind 120.000 gut schon wieder genesen. Das ist wichtig, weil damit die Zahl der Akutinfizierten gut 37.000 sind. Seit dem 12.04. sinkt die Zahl der Akutinfizierten, die absolute Zahl, Tag um Tag. Das drückt sich dann eben auch aus insgesamt im Infektionsgeschehen, dass aus der dynamischen Entwicklung, die wir Anfang Mitte März gesehen haben, eben nun seit einiger Zeit in einer linearen, mit insgesamt von mehreren Plateaus auch sinkenden Infektionszahlen ist. Was ich wichtig finde, auch für die weitere Arbeit, sind die regionalen Unterschiede, die wir sehen. Wir haben beispielsweise 9 Bundesländer mit weniger als 25 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. Und wir haben gleichzeitig Landkreise, wo wir über 100 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen gesehen haben. Und das macht eben sehr, sehr deutlich, dass auch die Herausforderungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst und das Gesundheitswesen regional sehr, sehr unterschiedlich ist. Wenn Sie einen Landkreis haben, und davon gibt es etliche in Deutschland, wo es in den letzten 7 Tagen weniger als 5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gegeben hat, lässt sich natürlich unendlich viel besser auch und auch intensiver Kontaktnachverfolgung zum Beispiel betreiben und die Kontakte auch finden, als das eben bei größeren Infektionszahlen der Fall ist. Deswegen finde ich sehr, sehr wichtig, dass auch für die Zukunft wir noch stärker als bisher eben diese regionalen Entwicklungen nicht nur in den Blick nehmen, sondern dann auch gemeinsam mit den Ländern und Kommunen eben auch differenziert darauf reagieren können, um dann entsprechende Infektionsketten auch zu unterbrechen. Um das möglich zu machen und das zu unterstützen, hat das Bundeskabinett heute den Entwurf eines zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite beschlossen. Dieser Entwurf ist Spiegelbild auch der Komplexität dieser Pandemie. Sie ist weder einfach auch in ihrem ganzen Geschehen zu verstehen oder lässt sich auf, wie es sich hier manche wünschen, auf eine Zahl reduzieren, noch ist sie einfach zu bekämpfen. Und sie ist auch noch lange nicht vorbei. Deshalb müssen wir an ganz vielen Stellen parallel auf die Herausforderungen dieses Ausbruchs reagieren. Unsere Ziele sind dabei, das Pandemiegeschehen besser einschätzen zu können. Wir wollen besonders gefährdete Menschen vor einer Infektion schützen. Wir wollen die Abläufe im Gesundheitssystem für den Kampf gegen diese Epidemie verbessern und die Akteure in diesem System dabei unterstützen. Denn auf genau diejenigen, die im Gesundheitswesen arbeiten und in der Pflege, kommt es an. Die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegekräfte, die Apothekerinnen und Apotheker und viele, viele weitere, die jeden Tag mithelfen in diesem wichtigen Kampf gegen dieses Virus. Lassen Sie mich einige Punkte aus dem Gesetzentwurf hervorheben. Erstens werden wir mehr Tests ermöglichen, um Infektionsketten früher zu erkennen und zu durchbrechen. Das gilt besonders für Pflegeheime. Es gibt viele traurige, teils sehr brutale, harte Beispiele, wo gleich mehrere Bewohner eines Heimes an dem Coronavirus gestorben sind. Und wir sehen eben, dass dieses Virus dort dann auch in der vollen Härte zuschlägt, dass insbesondere höchstbetagte ältere Menschen und Mitbürger, diejenigen, die auch oft Vorerkrankungen haben, besonders hart betroffen sind, wenn es zu einem solchen Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung kommt. Und deswegen wollen wir regelhafter ermöglichen, wie viele Bundesländer ja auch schon begonnen haben, in Pflegeeinrichtungen auch bei Symptomfreiheit zu einer Testung der Bewohnerinnen und Bewohner zu kommen. Wir ändern an mehreren Stellen die Vorgaben für Tests, um einen besseren Überblick über die Epidemie zu bekommen und führen etwa auch eine Meldepflicht für negative Testergebnisse ein. Wir werden zweitens diejenigen in der Altenpflege, die gerade in einer schwierigen Zeit Großes leisten, auch finanziell unterstützen und einen Bonus, eine Prämie zahlen. Diese Prämie ist gestaffelt und richtet sich an alle Beschäftigten in der Altenpflege, in der ambulanten wie der stationären. Bund und Sozialversicherung werden 2/3 der Kosten übernehmen. Das sind bei den Pflegefachkräften beispielsweise eben 1.000 Euro.
für diese Prämie. Und wir setzen darauf, dass auch die Länder und Arbeitgeber in der Pflege diese Prämie ergänzen, bis hin zu der steuer- und abgabenfreien Höhe von 1.500 Euro, die ja der Finanzminister auch möglich gemacht hat für eine solche Prämie. Es haben schon eine ganze Reihe von Bundesländern auch angekündigt in den letzten Wochen, entsprechende landeseigene Förderungen, Prämien für Pflegekräfte auch aufzulegen. In Bayern läuft das Programm auch schon und so ergänzen sich hier die Regelungen, die wir in diesem Gesetz treffen, gut mit dem, was eben auch viele, viele Bundesländer bereits tun. Drittens verpassen wir dem öffentlichen Gesundheitsdienst ein Update. Die knapp 400 öffentlichen Gesundheitsdienste, die Gesundheitsämter vor Ort in den Landkreisen und den kreisfreien Städten sind der Dreh- und Angelpunkt in der Bekämpfung dieser Epidemie. Sie verfolgen die Kontakte nach. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, auch um Infektionsketten zu durchbrechen und fordern dann diese Kontaktpersonen auf, sich für 2 Wochen in häusliche Isolation zu begeben. Deswegen wollen wir den öffentlichen Gesundheitsdienst unterstützen durch ein Förderprogramm für jeden öffentlichen Gesundheitsdienst vor Ort, für die technische Auf- und Ausrüstung mit einem Gesamtvolumen von bis zu 50 Millionen Euro. Viertens wollen wir für mehr Grippeimpfstoffe sorgen, auch in der nächsten Grippesaison. Es ist jetzt die Zeit, spätestens sogar jetzt die Zeit, die Grippeimpfstoffe für die nächste Grippesaison Herbst-Winter zu bestellen. Sie werden nämlich jetzt begonnen zu produzieren. Wir machen es möglich mit diesem Gesetz, dass die Ärztinnen und Ärzte in den Praxen eine deutlich höhere Zahl, bis zu 30% mehr an Impfstoffen auch bestellen, bevorraten können für ihre Arbeit, als sie im letzten Jahr bevorratet haben, ohne dass daraus irgendwelche Regresssorgen entstehen müssen. Allein dadurch gelingt es schon, die Zahl der möglichen Impfdosen im Land zu erhöhen. Das Paul-Ehrlich-Institut geht davon aus, dass wir aktuell 20 Millionen bestellte Impfdosen auf diesem Weg haben. Und wir werden zusätzlich erstmalig als Bund 4,5 Millionen Grippeimpfdosen auch bestellen, als Reserve für den Fall, dass das eintritt, was wir uns sehr wünschen, dass deutlich mehr Bürgerinnen und Bürger sich dieses Mal auch gegen Grippe impfen lassen als beim letzten Mal, weil es eben für das Gesundheitswesen eine besonders große Herausforderung wäre, wenn gleichzeitig mit einer Grippewelle wir auch eine mögliche weitere Corona-Welle hätten. Es sind dieselben Symptome an vielen Stellen oder die gleichen an vielen Stellen, sind die gleichen Intensiv- und Beatmungskapazitäten im Zweifel gefragt. Und deswegen macht es eben Sinn, die Grippewelle noch mehr als in der Vergangenheit auch durch eine entsprechende Impfung auf ein Minimum zu reduzieren. Wir helfen fünftens Kleinunternehmer. Kleinselbstständige trifft diese Epidemie besonders hart. Manch einer ist von einem Tag auf den anderen vor die wirtschaftliche Existenzfrage gestellt. Viele können sich daher nicht einmal mehr ihre private Krankenversicherung leisten und müssen in den Basistarif wechseln. Und wir ermöglichen ihnen leichter, als es heute die gesetzliche Lage ist, für diese besondere Zeit eine leichtere Rückkehr in den Ursprungstarif ohne eine erneute Gesundheitsprüfung. Sechstens flexibilisieren wir einige berufsrechtliche Bestimmungen. Wir haben schon mit der Approbationsordnung für Ärztinnen und Ärzte etwa die Prüfungssituationen auch vereinfachen können und die Anrechnungszeiten so verändern können, dass sie eben auch in dieser besonderen Situation umsetzbar sind. Ähnliches wollen wir auch möglich machen, beispielsweise bei der Ausbildung von Ergotherapeuten in anderen Heilmittelberufen oder auch die Approbationsordnung für Zahnärzte, die neue, soll erstens später in Kraft treten und zweitens flexibler gestaltet werden. Siebtens helfen wir Pflegebedürftigen, die zu Hause versorgt werden. Den Entlastungsbetrag von 125 Euro machen wir auch für haushaltsnahe Dienstleistungen einsetzbar und damit deutlich flexibler einsetzbar, als das heute der Fall ist, um Unterstützung bekommen zu können. Und diese Leistungen können auch über einen längeren Zeitraum angespart werden und weiter dann eben auch genutzt werden, als nur in dem jeweiligen konkreten Monat. Und achtens, dieser letzte Punkt ist mir besonders wichtig. Wir sind auch solidarisch mit unseren europäischen Partnern und unseren Nachbarländern. Sie wissen, dass wir Patientinnen und Patienten aus Nachbarländern, aus europäischen Ländern hier in Deutschland aufgenommen haben, behandelt haben in der Intensiv- und Beatmungsmedizin. Und wir stellen durch eine gesetzliche Regelung klar, dass diese Kosten natürlich vom Bund übernommen werden. Wir wollen Corona-Infizierte künftig schneller finden.
testen und versorgen. Nur so können wir Infektionsketten wirksam durchbrechen und einen unkontrollierten Ausbruch der Epidemie hier in Deutschland verhindern. Dazu stärken wir den öffentlichen Gesundheitsdienst, ermöglichen mehr Tests in Pflegeheimen und erweitern die Meldepflichten. Dieses Update wird uns dabei helfen, unser Gesundheitswesen weiterhin auf einem guten Kurs bei der Bewältigung dieser Epidemie zu halten. Danke. Ihre Fragen? Frau Ludwig war die Erste. In dem Gesetzentwurf ist ja auch enthalten, dass es eine Art Immunitätsdokument geben soll, auch in digitaler Form. In welchem Zeitraum könnten Sie sich sowas vorstellen und in welcher Form wird daran gearbeitet? Und zweite Frage ist, dort steht auch, dass bestimmte Quarantänemaßnahmen, die ein Gesundheitsamt anordnen kann, im Fall einer Immunität, dann die Menschen mit einer nachgewiesenen Immunität ausgenommen wären. Das heißt, wäre das dann mit dem digitalen Ausweis verknüpft? Und was sagen Sie zu Vorwürfen, dass das diskriminierend wäre? Also zuerst einmal ist ganz wichtig festzuhalten, dass das sozusagen eine vorsorgliche Regelung ist für den Zeitpunkt, zu dem wir überhaupt sichere abschließende Erkenntnisse zur Immunität haben. Also wir regeln das sozusagen vorausschauend, weil wir im Moment auch in der wissenschaftlichen Diskussion eben noch keine abschließende Erkenntnis darüber haben, ob nach einer durchgemachten SARS-CoV-2-Infektion eine entsprechende Immunität dann und für wie lange auch dann entsprechend auch da ist und vorhanden ist. Wir können die Antikörper testen. Es gibt zunehmend gute und bessere Tests. Auch dieses Thema ist ja adressiert im Gesetzentwurf, auch durch eine Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenversicherungen. Aber wir wissen eben nicht, ob nachgewiesene Antikörper einhergehen und in welchem Umfang mit einer Immunität. Für den Fall, dass man zu einer solchen Erkenntnis käme, würde das natürlich an vielerlei Stellen die Dinge auch leichter handelbar machen, auch gerade in kritischen Bereichen wie im Gesundheitswesen, wenn man wüsste, welche Beschäftigten tatsächlich eine Immunität haben und welche nicht. Am Ende ist es ja kein anderer Nachweis, als es ihn auch heute schon für unterschiedliche Erkrankungen gibt. Sie können auch heute sich auf Antikörper-Titer testen lassen, bezogen auf bestimmte Viruserkrankungen, dieses festhalten lassen in Ihrem Impfausweis, genauso wie eine Impfung. Am Ende führt beides ja zu Immunität, eine entsprechende Impfung oder eben bei bestimmten Infektionskrankheiten die durchgemachte Infektion. Beides kann heute schon im Impfausweis für viele Erkrankungen festgehalten werden. Und im Grunde vollziehen wir hier was Analoges eben auch für diese Infektion nach. Für den Fall, ich sage es noch einmal, dass wir gesicherte Erkenntnisse über die Immunität haben. Die Frage ist ja eher die einer Chance auch, wenn es dazu käme, weil dann natürlich Bürgerinnen und Bürger, die wüssten, dass sie entsprechende Antikörper hätten, dann auch unbeschwerter bestimmten Tätigkeiten, die möglicherweise auch einem höheren Risiko ausgesetzt sind, nachgehen könnten, etwa im Gesundheitswesen. Aber Sie merken an meinen Verben, dass es alles irreal ist. Ich sage es noch einmal, noch sind wir da nicht. Frau Bärhalde. Ja, danke schön. Ich hätte zwei Fragen zu den Tests in den Pflegeheimen. Wieso machen Sie das so als Sollverpflichtung und nicht so als Verpflichtung für Pflegeheime und Krankenhäuser, dass die Mitarbeiter dort regelmäßig getestet werden? Weil Sie ja im Gesetz trotzdem diese, in dem Krankenhausvorschlag von gestern haben Sie ja diese Eingangsuntersuchung für Patienten drin. Das wäre die eine Frage. Und die zweite Frage würde nochmal zu der App gehen, um die es jetzt geht. Und da wollte ich Sie fragen, wie Sie das einschätzen, ob nicht jetzt durch die Diskussion, auch die wissenschaftliche Diskussion, wertvolle Zeit verloren wurde. Also zum Ersten, zum Testen will ich vielleicht auch noch mal angesichts mancher Debatten kurz sagen, wie die Zahlen in der Kalenderwoche 17 waren. Wir hatten in der 17. Kalenderwoche 467.000 Tests in Deutschland. Das ist die höchste Zahl an durchgeführten Tests in einer Woche. Das zeigt eben, wie groß die Kapazitäten sind. Von denen waren 5,4% positiv. Das ist die niedrigste Zahl seit auch vielen Wochen, was eben dann auch widerspiegelt das, was ich eingangs zum Infektionsgeschehen gesagt habe. Gleichwohl wollen wir die Testkapazität weiter erhöhen. Wir hätten heute auch eine theoretisch mögliche Kapazität bereits von fast 900.000 Tests in Deutschland, wenn eben ausreichend auch die Materialien für diese Tests vorhanden sind. Und deswegen wollen wir jetzt ja auch in dieser Lage, in der wir sind, stärker auch das Testen zusätzlich ausrichten,
weiter auf die Einrichtungen des Gesundheitswesens. Und das eine ist die gesetzliche Grundlage, das andere sind ja die konkreten Empfehlungen auch zum Testen des Robert-Koch-Instituts, die auch gerade überarbeitet werden und die dann etwa die Frage, was ist mit einer Verlegung von einem Krankenhaus in ein Pflegeheim entsprechend adressieren werden, dass es dort im regelhaft zu Testungen dann kommt. Ich finde das sehr, sehr wichtig mit dem, was wir gemeinsam erreicht haben in den letzten Wochen, auch durch die starken Einschränkungen, zu sehen, dass jetzt mit das größte Risiko für einen Ausbruch eben auch im Gesundheitswesen ist. Und deswegen müssen wir durch gutes Testen, gerade auch in den Pflegeeinrichtungen selbst, möglichst umfassend und möglichst präventiv, und deswegen machen wir ja auch symptomfreies Testen großzügiger möglich, tatsächlich möglichst früh mögliche Infektionen erkennen. Und das ist in dem Gesetzentwurf, auch in der Kostenübernahme, die ist ja dann auch wichtig, entsprechend angelegt. Zur Frage der Anti-Corona-App haben wir von Anfang an gesagt, dass wir eine freiwillige Lösung anstreben, dass wir eine Lösung natürlich wollen, die den Datenschutz und Datensicherheitsanforderungen, die wir für uns in Europa und in Deutschland definiert haben, auch gerecht werden muss in jedem Fall. Und dass es deswegen im Zweifel auch etwas länger dauert, aber dafür eben auch diese Anforderungen entsprechend dann erfüllt. Was die letzten Wochen auf jeden Fall gebracht haben, und das darf man nicht unterschätzen, weil das weltweit mit federführend oder führend ist, ist, dass überhaupt Messreihen und Messtechnologie entwickelt werden konnte zur Bluetooth-Technologie. Das ist ja zum ersten Mal so, dass die Bluetooth-Technologie, die viele Handys haben, die viele kennen im Zweifel vom Anschluss ihres Handys ans Auto oder für andere Dinge, dass diese Technologie genutzt werden kann und soll, um auch die Kontaktdauer und Nähe zu messen. Und das ist einfach formuliert in so einem Satz. Ich habe mir das mal erklären lassen und versucht nachzuvollziehen, was das technisch an Herausforderungen mit sich bringt. Und diese ganze Vorarbeit ist ja auch beim Heinrich-Hertz-Institut beispielsweise maßgeblich mit geleistet worden. Und die wird natürlich auch einfließen. Insofern ist das, was bisher geleistet wurde, fließt alles natürlich jetzt in diese weitere Arbeit auch ein. Ich darf nochmal auf die Tests zurückkommen. Da gibt es zwei Fragen, einmal von Sascha Meyer, dpa, und einmal von Michael Schulz, SC, Presseagentur. Zuletzt wurden Testkapazitäten anscheinend gar nicht ausgeschöpft. Künftig soll es aber deutlich mehr Tests geben. Wie passt das zusammen und welche Größenordnung von Tests wird angestrebt? Und Michael Schulz fragt nach dem Zeitpunkt, wann Pflegekräfte, also auch Pflegebedürftige in Pflegeeinrichtungen umfassend getestet werden. Also zum Ersten geht es ja darum, bei Testkapazitäten sich auch auf alle möglichen Entwicklungen vorzubereiten. Es wäre ja sehr kurzsichtig zu sagen, weil wir die Zahl der Infektionen, die wir täglich haben, gemeinsam geschafft haben, wieder zu reduzieren, brauchen wir für die nächsten Wochen weniger Testkapazität. Oder weil in den letzten 2-3 Wochen die Testkapazitäten nicht vollumfänglich abgerufen wurden, eben auch, weil das Infektionsgeschehen und damit die Zahl der Verdachtsfälle sich entsprechend reduziert hat, weil das die letzten 2-3 Wochen so war, reduzieren wir jetzt dauerhaft unsere theoretischen Testkapazitäten. Das wäre ja sehr kurzsichtig, weil ja keiner von uns weiß und sagen kann, ob und in welchem Umfang wir auch möglicherweise sehr kurzfristig wieder zusätzliche Testkapazitäten brauchen. Deswegen arbeiten wir als Bundesministerium für Gesundheit sehr intensiv daran, auch mit den vorhandenen Laborstrukturen für zu auch gesicherten Lieferketten und Zusagen zu kommen, um Testkapazitäten eben nicht nur gerätemäßig, sondern auch mit den notwendigen Reagenzien und Testkits entsprechend auszubauen und vor allem auch planbar zu machen für die Zukunft. Es hilft uns ja nichts, wenn wir jetzt akut hohe theoretische Kapazitäten hätten, sondern sie eben auch uns für die Zukunft, für die nächsten Wochen und Monate sichern. Und das machen wir sehr, sehr aktiv. Und wie gesagt, wir steuern darüber hinaus jetzt auch stärker zu großzügigeren Testungen im Gesundheitswesen und in der Pflegeeinrichtung. Die genauen Ausformulierungen werden wir auch in einer Rechtsverordnung noch nachvollziehen und, ich sage es noch einmal, in den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes. Was ich sehr, sehr gut finde und nur begrüßen kann, ist, dass Länder wie das Saarland, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern ja angekündigt haben, sehr, sehr flächendeckend jetzt auch einmal alle Pflegeeinrichtungen in ihren jeweiligen Bundesländern durchzutesten. Und ich denke, es macht Sinn, dass wir das insgesamt auch mit den Ländern und den Landkreisen im Bund angehen, einmal tatsächlich alle Pflegeeinrichtungen jetzt nach und nach sozusagen nach dem, was wir zusammen erreicht haben in der Entwicklung der Dynamik, die Bewohnerinnen und Bewohner zu testen. Zeitpunkt?
In den nächsten, es macht keinen Sinn in 6 Monaten, in den nächsten Tagen und Wochen. Okay. Zum Bonus gibt es 2 Fragen, wieder von Sascha Meyer. Müssen Pflegekräfte nun damit rechnen, dass sie statt 1.500 Euro nur 1.000 Euro bekommen? Und dann fragt Dieter Keller von der Südwestpresse, wie soll die Staffelung aussehen? Wer bekommt das? Was ist, wenn Länder und Arbeitgeber nicht aufstocken? Das ist dieselbe Frage wie Sascha Meyer. Also zum Ersten, das Gesetz regelt sehr klar und auch sehr detailliert auf Basis auch der Vorschläge, die wir von den Arbeitnehmer- und den Arbeitgebervertretern bekommen haben, auch in der Frage, welche Gruppen bis zu welcher Höhe, also welche Gruppen der Beschäftigten in den Pflegeeinrichtungen bis zu welcher Höhe auch einen solchen Bonus bekommen sollen. Sie haben sehr gut, wie ich finde, auch sehr detailliert definiert, weil die Fragen stellen sich ja dann alle ganz praktisch vor Ort. In welchem Zeitraum muss man beschäftigt sein? Wie ist es mit Vollzeit? Wie ist es mit Teilzeit? Wie ist es mit Zeitarbeit und vielen anderen Dingen? Das ist sehr gut im Vorschlag erarbeitet worden. Und diesen Vorschlag haben wir 1:1 auch in seiner konkreten Ausgestaltung übernommen jetzt in dieses Gesetz, in diesen Gesetzesvorschlag und sagen eben, ich kann die Summen auch nennen, dass für Personal, das hauptsächlich in der direkten Pflege und Betreuung arbeitet, die Pflegekassen 1.000 Euro an Bonus, an Prämie übernehmen. Für weiteres Personal, das mindestens 25% seiner Arbeitszeit in der direkten Pflege und Betreuung mitarbeitet, 667 Euro. Für sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Pflegeeinrichtung 334 Euro. Und für die Auszubildenden 600 Euro. Das ist jeweils die Zweidrittelsumme. Ich habe schon gesagt, es haben eine Reihe von Ländern angekündigt, auch zusätzliche Programme zu machen. Bayern hat seins, soweit ich es weiß, auch schon gestartet, sodass eben mit einer möglichen Ergänzung durch die Länder oder auch die Arbeitgeber, sind ja am Ende auch ihre Beschäftigten, die gerade hier Großartiges leisten, dass dann eben aufgestockt werden kann bis zu den empfohlenen Größenordnungen von 1.500, 1.500 und 900 Euro bezogen auf die gerade von mir genannten Gruppen. Was kostet die Prämie? Wann soll das Geld fließen? Wir gehen davon aus, dass es für die Kassen und in der Folge ja auch in der Unterstützung durch den Bund Kosten von etwa 1 Milliarde Euro sind. Ich wundere mich auch etwas über einige Äußerungen, die ich heute Morgen schon wieder gehört habe. Wir leisten hier gemeinsam richtigerweise. Zum ersten Mal in dieser Art und Weise im Übrigen, so gesetzlich genau auch definiert, eine Prämie für die ambulante und stationäre Pflege, für diejenigen, die dort tätig sind, jeden Tag eine wichtige und große Arbeit leisten. Und ich würde mir auch von manchen Arbeitgebern und Dienstgebern wünschen, dass wir vielleicht erstmal gemeinsam das auch wertschätzen, was wir hier umsetzen. 1 Milliarde Euro ist weiterhin viel Geld, das auch in dieser wirtschaftlichen Lage, wie sie sich entwickelt, ja eben auch am Ende miteinander finanziert werden muss. Es ist hier gut angelegtes Geld, weil es eben diejenigen erreicht, die jeden Tag hart arbeiten. Aber ich würde mir wünschen, dass es auch wahrgenommen wird, und ich meine nicht die Beschäftigten, die nehmen das sehr wohl wahr, sondern auch von den Arbeitgebern, und dass die Arbeitgeber eben durchaus dann auch ihren Beitrag in dieser Debatte leisten. Bitte schön. Werden oder ist auch angedacht, für andere Berufsgruppen eine Prämie zu vereinbaren, also für MFA oder für Angestellte in Krankenhäusern? Oder bleibt es bei Applaus? Diese Diskussion gibt es, die wird es auch sicherlich weitergeben. Aber mein Eindruck ist, dass wir im Gesundheitswesen gerade sehr, sehr unterschiedliche Situationen haben. Wir haben ja auch in diesem Gesetz und mit den Verordnungen, die wir diese Tage diskutieren, eine Reihe von Bereichen, wo wir Schutzschirme spannen, weil so wenig zu tun ist. Wo wir Umsatzgarantien geben, wo wir Hilfen geben, weil eben viele Patientinnen und Patienten aktuell nicht zur Behandlung kommen können und deswegen eben keine Erlöse auch erreicht werden können und damit viele Einrichtungen vor wirtschaftlichen Fragen stehen. Praxen genauso wie Heilmittelerbringer oder auch die Kliniken in der Aufforderung, eben tatsächlich auch planbare Operationen zu verschieben. Und mein Eindruck ist, dass die Situation sich im Moment im Gesundheitswesen sehr, sehr unterschiedlich darstellt, dass aber ein Bereich definitiv gerade sehr, sehr stark gefordert ist, auch in der Herausforderung, wenn es eben Ausbrüche vor Ort gibt. Übrigens auch sehr, sehr hart gefordert ist Besuchsverbote, dass das auch ein seelisches Leid mit sich bringt für die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtungen, dass gerade eben nicht besucht werden kann.
und was das auch an zusätzlichen Betreuungsaufwand und auch an emotionaler Kraft den Altenpflegekräften und allen in der Altenpflege Beschäftigten abverlangt, finde ich es richtig, in diesem ersten großen Schritt vor allem eben auch die Altenpflege in den Blick zu nehmen. Aber natürlich gibt es in allen anderen Bereichen auch nachvollziehbare Diskussionen. Die Kollegin. Vielen Dank. Das Kabinett hat meines Wissens heute auch im Anschluss noch besprochen, welche Auswirkungen das Coronavirus auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft haben könnte. Können Sie dazu schon was sagen? Ich kann was sagen mit Blick auch auf unseren Gesundheitsteil in der EU-Ratspräsidentschaft. Ganz offenkundig wird diese Präsidentschaft anders stattfinden, als sie eigentlich geplant war. Es wird ja auch zu Recht von einer Corona-Präsidentschaft schon verschiedentlich gesprochen. Das hat ganz praktische Dinge. Wir haben die Veranstaltung, die wir geplant hatten, jetzt zum Jahreswechsel, zum Halbjahreswechsel, zum Präsidentschaftswechsel, so, der ist ja Mitte des Jahres, Ende Juni, Anfang Juli. Die dort geplanten Veranstaltungen können natürlich aus heutiger Sicht nicht so stattfinden wie geplant. Also man kann ja nicht 2 Wochen vorher erst absagen, solche internationalen europäischen Treffen. Deswegen haben wir zum Beispiel schon, wie viele andere auch, begonnen, eben diese Veranstaltung anders zu planen, digital zu gestalten und anderes mehr. Das sind die ganz praktischen Folgen, wie für viele andere Veranstaltungen auch. Und die inhaltliche Folge, jetzt mal für den Bereich Gesundheit, ist aus meiner Sicht, dass wir uns sehr klar fokussieren werden auf 2, 3 Themen, die eben auch mit dieser aktuellen Situation zu tun haben. Es ist aus meiner Sicht definitiv die Stärkung des ECDC, also sozusagen des Europäischen Robert-Koch-Instituts, die gerade eine sehr, sehr wichtige, gute Arbeit leisten. Und ich möchte gerne, dass wir sie institutionell stärken, aber auch in den Beratungen zum EU-Haushaltsplan, der ja auch ansteht, in den nächsten Monaten entsprechend stärken. Das ist definitiv das Thema, das wir seitens der Bundesrepublik Deutschland schon seit längerer Zeit anmahnen, nämlich, dass wir weniger abhängig werden müssen als Europa von Lieferketten und Zulieferungen aus anderen Regionen der Welt, aus anderen Ländern, wenn es um so wichtige Bereiche wie Medikamentenversorgung oder dieser Tage der persönlichen Schutzausrüstung im medizinischen Bereich geht. Auch das ist ein Thema für Europa. Wie bringen wir wieder stärker Produktion, auch durch regulatorische Maßnahmen beispielsweise, wieder hier zu uns nach Europa? Und ein großes Thema, das gilt aber auch über Corona hinaus, wäre es so oder so geworden, ist und bleibt natürlich die Digitalisierung. Wir spüren mehr denn je, die App ist ja gerade schon angesprochen worden, wie hilfreich Digitalisierung, Vernetzung, Informationen, die verfügbar sind, in einer Lage wie dieser, aber generell im Gesundheitswesen sind und sein können. Und deswegen wollen und werden wir auch weiter das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen insgesamt in Europa, auch in den rechtlichen Ausprägungen, die zu beachten sind, zum Schwerpunkt machen. Bitte schön. Wie teuer sind denn die Tests für die Kassen? Es war mal von 1,5 Milliarden Euro die Woche die Rede. Stimmt diese Zahl noch? Und wer bezahlt die Tests der Mitarbeiter? Ist das dann mit dem Rettungsschirm abgegolten oder zahlen das auch die Kassen? Also zum Ersten, so ein Test als GKV-Leistung kostet knapp 60, ich glaube exakt 59 Euro, aber schauen Sie nochmal nach, also um die 60 Euro. Insofern, wenn wir von 1 Million Tests in der Woche redeten, als Kapazität ist dann sehr leicht auf eine Größenordnung von 60 Millionen pro Woche die entsprechenden Kosten für die gesetzliche Krankenversicherung zu bringen. Und dann kommen natürlich dazu noch mögliche ärztliche Leistungen, die dann auch zu erbringen und zu vergüten sind. Gleichwohl ist das alles ja wie mit Impfen. Auch die Grippeimpfung, dass wir sie ausbauen, kostet Geld. Und auch die Bevorratung des Bundes bei der Grippeimpfung kostet Geld. Ich weiß aber ziemlich genau, dass das in jedem Fall alles günstiger ist, als wenn wir eben in eine Situation hineinkämen, wo das Gesundheitswesen zu stark unter Stress käme und wir möglicherweise eben das, was wir an neuem Alltag uns gerade auch wieder erarbeitet haben, in Frage stünde und über Maßnahmen wir wieder reden müssten. Deswegen sind das gut angelegte Investitionen in diesem Bereich. Und die Kostenordnung und auch die Größenordnung an Tests, die es mal in einem Arbeitsentwurf gegeben hat, da haben wir ja schon mehrfach darauf hingewiesen, ist nicht Basis unserer Überlegung. Herr Klöpfer dazu. Nee, da habe ich es falsch verstanden. Ich wollte zu Europa noch mal kurz.
Go ahead. Okay. Heißt das, dass die ursprüngliche Planung der EU-Ratspräsidentschaft, die ursprünglichen Schwerpunkte waren ja dann onkologische Probleme, onkologische Herausforderungen, hatten Sie ja auch mit Ursula von der Leyen darüber gesprochen. Ist das jetzt ad acta gelegt oder wird das versucht, parallel zu führen? Für mich gehört insbesondere die Frage auch der gemeinsamen Krebsbekämpfung, auch als Forschungsprojekt zu dem großen Thema auch der Digitalisierung, weil wir gerade da sehr, sehr viel miteinander zusammenführen und vernetzen wollen, Forschung und Digitalisierung. Insofern, das bleibt Teil. Aber ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, HTA, also die Frage der Nutzenbewertung von Arzneimitteln auf europäischer Ebene, kann ich mir aus heutiger Sicht nicht vorstellen, dass das eine größere Rolle spielt in unserer Präsidentschaft und dafür die entsprechenden Ressourcen da sind. Ein Thema, das aber vor Corona uns sicher sehr intensiv beschäftigt hätte. Bitte, Frau Berschmidt. Eine Frage zu den Grippeimpfstoffen. Ist das von Seiten der Hersteller zu schaffen, also eine 30-prozentige Erhöhung, weil die Produktion ja jetzt schon begonnen? Wir haben die Ärztinnen und Ärzte auch im Vorgriff auf diese geplante Regelung auch schon aufgefordert, durchaus zusätzlich zu bestellen. Das ist nach meinem Wissen auch in den kassenärztlichen Vereinigungen an die Ärzteschaft entsprechend kommuniziert worden. Mit dem, was wir beim Paul-Ehrlich-Institut im Moment wissen an Bestellvolumen von 20 Millionen Impfdosen, bereits jetzt wären wir über den Größenordnungen, die wir auch in den vergangenen Jahren häufig gesehen haben, was schon mal gut ist. Und jetzt gibt es eben zusätzlich, also die Größenordnung, die wir anpeilen, die erreichen wir auch. Sonst hätten wir es jetzt in dieser Lage auch nicht gemacht, denn Sie haben recht, es ist jetzt sozusagen, sind die letzten Meter, die letzten Tage, wo man noch Grippeimpfstoff für die nächste Saison bestellen kann. Das darf man immer nicht unterschätzen. Das sind ja noch einige Monate hin, aber weil die Produktion und der Aufbau möglicherweise auch von Produktionskapazitäten, aber vor allem die Produktion des Impfstoffs eben auch eine Zeit dauert, muss man frühzeitig planen und bestellen, und das machen wir hiermit. Da wir gerade beim Thema Impfen sind, würde ich noch eine Frage vorziehen und dann zu Ihnen kommen von Gisela Broll. Da geht es um Corona-Impfstoff. Wenn er denn vorliegt, ist es möglich, dass es eine Impfpflicht geben wird? Mein Eindruck und meine Vermutung wäre, dass die allermeisten Bürgerinnen und Bürger sich eine Impfung wünschten. Und überall da, wo wir durch Bereitschaft und gutes Argumentieren zum Ziel kommen, braucht es aus meiner Sicht keine Pflicht. Ich stelle sowieso generell fest, dass die Wertschätzung, die viele dem Impfen gegenübergebracht haben, bereits in der Vergangenheit noch mal deutlich gestärkt worden ist. Und auch viele vielleicht mit mir zu der Einsicht und Feststellung kommen, dass Impfen eine der größten Errungenschaften der Menschheit ist. Wenn wir uns überlegen, mit wie vielen Viruserkrankungen wir uns jeden Tag rumschlagen müssten als Gesellschaft, Masern, Röteln, Mumps, Kinderlähmung, viele andere mehr, wie viel Leid das verursachen würde, wie viel Schmerz, wie viel Tod, wenn wir diese Impfungen nicht hätten und nicht auch so viele in Deutschland und in Europa und in der Welt entsprechend impfen und schützen könnten, dann hoffe ich jedenfalls, dass eben auch die Impfdebatten, die wir in den letzten Monaten vor Corona auch geführt haben, auch dort nochmal vielleicht in einem neuen Licht gesehen werden. Und das sehe ich jetzt hier auch. Wir wissen noch nicht, ob und wann und vor allem auch in welcher Zahl in den ersten Wochen und Monaten es einen Impfstoff gegen dieses Coronavirus geben wird. Mein Eindruck, ich bleibe dabei, wäre, dass die allermeisten Bürgerinnen und Bürger ihn, würde ich tippen, freiwillig haben wollen würden. Dann würde ich mit Blick auf die Uhr mit Ihrer Frage dann schließen. Ich bin noch mal thematisch ein bisschen, weil Sie jetzt gerade auch noch mal selber HTA angesprochen haben. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie nicht davon ausgehen, dass die Deutschen die Akte quasi zu Ende bringen werden? Während der deutschen Ratspräsidentschaft, das war ja eigentlich mal Ich habe auch eine Reihe anderer Gesetzesvorhaben, die wir, also wir werden eigentlich gerade mitten in einer Pflegefinanzreformdebatte, ohne Corona. Aber ganz offenkundig hat er für uns alle, für Ihr tägliches Tun, für unser tägliches Tun, für das tägliche Tun der allermeisten Bürgerinnen und Bürger Corona vieles verändert und Prioritäten neu gesetzt. Und deswegen ist aus meiner Sicht Stand heute, jedenfalls, ist schwer vorstellbar, dass wir das Thema zu einem Abschluss bringen. Okay. Schönen Dank. Danke Ihnen.